Hallo, ich bin die Astrid Pflaum. Willkommen bei meinem Podcast Gut Reloaded. Vierte Episode. Ich rede davon heute über das Leid. Wenn ich leid, frage ich zuerst einmal mich, warum ich leid, um es zu verstehen und es zu definieren, damit das Leid nicht unnötig größer wird und dass es sich auch nicht umwandelt in was Negatives, nämlich in Wut und in Zorn. Das, was dann öfters daraus entsteht, weil da täte nämlich die Dunkelheit sehr fest füttern und das will ich nicht. Und ich schade mir nämlich selbst dann am meisten damit. Ich habe immer Vertrauen, mit meinem Leid umzugehen, so dass ich es einfach hinterfrage, dass man denkt, was ist das für Leid? Ist das jetzt Eifersucht? Ist das jetzt ein Neid? Und auch um das besser zu verstehen, das Leid, die Schmerzen, wenn man Kopfweh hat oder irgendwas, geht oft zuerst von einem seelischen Leid aus und der Körper zeigt es uns dann und wandelt es dann um in den Körper, damit wir es auch spüren dürfen, das Leid in der Seele. Wenn ich das dann erkenne, dass ich da vielleicht eifersüchtig bin oder da vielleicht einen Neid habe, dann will ich das auch auslassen und bin bereit dazu, dass ich das auslasse, weil ich das nicht in mir oder jetzt nicht mehr in mir haben will. Und eben wie gesagt, ich habe mir in dem Leben vorgenommen, trotz dieser Dunkelheit immer wieder nachzuschauen, was das ist. Und ich will das Licht finden und umdenken. Es ist für mich immer so eine Feuerprobe auf die Echtheit. Und ich lasse den Zorn und die Wut, die will ich nicht mehr wachsen lassen und schon gar nicht an den anderen auslassen. Wenn ich wütend bin oder traurig bin, dann warne ich das aus. Und ich schreie einmal mit mir selber, aber nicht an dem anderen und an andere Menschen, weil da wäre das wäre in Wirklichkeit die Dunkelheit, wie gesagt, immer füttern und die Ernte war schlecht. Das, was aus mir rauskommt, das, was ich rede und das, was ich tue, das ist dann eine schlechte Ernte. Und das muss man dann auch wieder alles irgendwie so, wenn man das so darstellt, kann man sich es leichter vorstellen, manche Sachen zu ändern. Wenn ich dann mit dem umgehe und auch in dieses Leid vielleicht kurz reinsteige und das rauslasse, dann bekomme ich auch eine Ausdauer und eine Geduld und ich werde beständig. Ich kann standhalten in dieser Welt, die was uns oft wirklich ziemlich prüft in unserer Geduld und in dieser Hetze. Ich weiß einfach, in dem Leben oder überhaupt in alle Leben geht es um das, dass wir immer unser Kleid, unser Seelenkleid und den Kern in unserem Kleid wieder verbessern können. Und ich habe mich befreit von meinem Perfektionismus, weil das hindert mich an meiner Echtheit, weil dieser Perfektionismus ist öfters von der Welt und wird von der Welt so verlangt. Gott verlangt diesen Perfektionismus nicht. Gott verlangt die Echtheit im Herzen und das ist weitaus wichtiger. Darum, echt zu sein und nicht perfekt zu sein, natürlich sich bemühen, perfekt zu sein in einem guten Ausmaß, ist natürlich nie ein Fehler. Es passt immer, wenn man sich bemüht. Für mich ist das ein Erkennen, auch wenn man in das reingeht, in diese Seele, um die zu erkennen und auszubessern, die eigenen Fehler, wie sinnlos die Kriege sind und dass es auf beide Seiten nur Verlierer gibt von Kriegen. Die gehen einmal durch das Tor, wie ich schon erzählt habe, und wissen in der Sekunde, dass besser auf die Macht verzichten hätten sollen, auf die, was alles gesetzt haben in dem Leben. Und die bereuen das alle. Und ich möchte Menschen motivieren, jetzt schon über das nachzudenken und die Dunkelheit eben nicht mehr zu füttern und Frieden in uns zu machen, damit sie auch um uns entstehen kann. Gebt euch die Zeit, habt die Geduld, werdet mal demütig. Für mich ist das oft so
Dein Wille geschehe ist für mich so, da fahre ich auf Schienen. Da weiß ich alles, was passiert und alles, was ist. Ich bin gut geführt. Ich tue mir nicht mehr leid. Mir ist einfach wirklich schade um die Zeit. Und wenn du das schaffst, dann schaffst du alles. Fehler zu erkennen, die eigenen Fehler und es zu ändern, ist wie ein Olympiasieg im Herzen. Und sich von eigenen Leid befreien, damit wir das Leid nicht weitergeben. Es freut mich voll. Bis zum nächsten Mal.